Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Astroneer. Mein Name ist Kubana. Wir spielen mal in der Let's Play Season 1 und sind in Folge 36. Und wer hat denn das hier so unordentlich hingestellt? Unfassbar. So, und ich hatte beim letzten Mal irgendwie so den Gedanken, ich will eine neue Mine bauen. Jetzt bin ich schon wieder so weit weg von zu Hause, da hinten. Und dachte mir, ja, ach komm, ich baue jetzt hier irgendwo mal eine neue Mine, aber ich suche noch ein bisschen, ob ich das Richtige finde. So, irgendwie habe ich so das Gefühl, es wäre sinnvoll, nach dem richtigen Ort zu suchen, was so irgendwie, so, wo man dann Gefühl sagt, oh, wow. Wo man dann so ein Gefühl sagt, ja genau, hier ist es richtig. So, ne? Habe ich keine Verbindungspakete mehr? Sieht gerade so aus, ne? Habe ich noch, jetzt, ich bin ja echt lustig, ey. Ich renne los wie der letzte Husten. Nichts mehr. Okay. Gut, dann muss ich erstmal, ich nehme mal das da unten mit. Na. Und geh mal, es ist doch furchtbar. Diese Planung ist wirklich ganz schrecklich. Also ich suche irgendwie so, ihr wisst schon, ne, so diesen Ort, wo er sagt, ja, da ist es. Da ist Laterit, da ist alles, was wir brauchen, um glücklich zu werden. Und irgendwie habe ich den Eindruck, ich habe diesen Ort noch nicht gefunden. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ne, ihr versteht das. Ihr versteht mich. So, ich habe dummerweise nur einen Verpacker mitgenommen. Hätte ich mal besser zwei mitgenommen. Aber ist okay. Da hinten ist noch so ein Ding. Vielleicht sehe ich zufälligerweise irgendetwas. Ja, so macht man das, wenn man keine Verpacker dabei hat. Ne, so nicht. Wo ist er denn? Man läuft sozusagen immer ein Stückchen weiter. Oh! Oh! Na, das sieht doch wie die Höhle aus, die ich suche, ne? Ja, manchmal muss man zweimal an irgendwas vorbeilaufen. Jetzt hoffe ich, dass ich die Narre wiederfinde. Es ist einfach zu groß. Ein bisschen kontrollierter laufen, damit ich die Dinger nicht unterwegs verliere und sie nicht mehr wiederfinde. Also direkt nach dem Wald hätten wir so eine Höhle, wo ich sage, da müssten wir mal näher nachschauen. Wobei hier ja auch, ne? Ach ne, hier habe ich irgendwas gebuddelt, was auch immer ich da gemacht habe. Wissen wir nicht mehr. Das war wahrscheinlich in Folge 7 und wir sind jetzt in Folge 5, 36. Hier ist die Hausmine direkt an der Base, die ich vorhin auch schon gesucht habe. So, die Forschung läuft noch. Die Forschung läuft auch noch. So. Was wollte ich denn eigentlich? Ach ja. Und irgendwo hatte ich doch Verpacker hingelegt. Wo sind denn die? Hab geblieben. Boah, es ist eine Unordnung hier. Räumt aber auch keiner auf, ey.
hatte doch vorhin Verpacker gebaut. Ich bin mir sicher, ich habe vorhin eine ganze Ladung Verpacker gebaut. Also für euch in der letzten Folge. Für mich gerade her. 2 Minuten oder so. Das war eigentlich das, was ich haben wollte. So, ich bin mir sicher, ich habe Verpacker gebaut. Da sind sie doch. Na wunderbar. So, jetzt haben wir festgestellt, wenn wir nach diesem Wald hier uns kurz umdrehen, sehen wir eine kleine Höhle, die interessant schien. Und dann würde ich mir die doch auch mal natürlich näher anschauen. Das müsste doch hier... Ups. Ja, super, man läuft direkt gegen das Ding. Das ist ja perfekt. Hier sein, ne? Ja, da ist sie, oder? Ja. Das ist sie. So, aber ich hatte da noch so ein außerirdisches Saatgut mitgebracht. Angepflanzt, sehr schön. Ja, da sind wir doch schon mal eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Wir buddeln mal in eine Richtung. Und da ist sogar was. Und da sieht es so aus, als hätten wir schon einen Durchbruch. Verdammt tief runter. What the fuck? Okay, wir müssen hier ein bisschen außen rum buddeln. Da ist aber auch schon Schluss. Machen wir ein bisschen mehr Luft, dass ich was sehe. Dass ich ein bisschen was sehe, aber das sieht auch so aus. Ach, da unten war ich auch schon. Ich war echt schon überall, ey. Ist da nicht normal. Wo ich mich überall schon rumgetrieben habe, auf diesem Planeten. Gleich muss ein neues Spiel anfangen, ey. Das ist ja furchtbar. Na? Ich muss wirklich ein neues Spiel anfangen. Das ist ja grausam. Nein, natürlich nicht. Ich will es noch ein bisschen weiterspielen. Aber ich muss mir jetzt, glaube ich, tatsächlich viel mehr, ich muss mich, glaube ich, viel mehr um andere Welten kümmern. Und diese hier jetzt mal echt links liegen lassen. Ich merke schon, das ist keine sinnvolle Zukunft, die ich hier habe auf diesem Planeten. Ich weiß gar nicht, warum ich hier zuerst gelandet bin. Achso, ich glaube, ich hatte keine Wahl. So, ja, okay. Wir bereiten uns vor auf eine Fahrt ins Weltall. Ich merke, dass das andere irgendwie keine Zukunft hat. Super, läuft ja fast wie gewollt.
würde sagen, das ist okay. Ich nehme mir noch. Ich bräuchte natürlich wahrscheinlich noch eine Düse. Ach nee, ist eine dran, ne? Das ist schon mal super. Nehme die noch mit. So, und dann würde ich sagen, absa, gehen wir. Ich bräuchte wahrscheinlich am ehesten. Was brauche ich denn am ehesten? Ich weiß es noch nicht. Ich entscheide mich jetzt gleich. Vielmehr, ich entscheide mich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.